Mario hat es endlich geschafft, alle Sterne aus der wilden Wasserwerft zu holen. Ist wieder trocken und damit heißt es ab in den Keller. Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part Super Mario 64. Ja, ihr Lieben, der Keller ruft nach uns und wir gucken uns hier jetzt erstmal ein bisschen um. Da steht zum Beispiel ein Toddy. Quatschen wir doch mal mit ihm. Ich meine, wenn er hier schon so einsam und alleine rumsteht. Wow, du hast bereits so viele Powersterne gefunden? Ich bin sicher, das war kein Kinderspiel. Ich habe noch einige Tipps, die dir bei der Suche nach den Powersternen von Nutzen sein könnten. Sammel Münzen, um deine Energie aufzufüllen. Ihre Farben. Und er entscheidet, wie viel Energie du erhältst. Gelbe Münzen geben eine, rote zwei und blaue sogar 5 Energieeinheiten zurück. Damit die blauen Münzen sichtbar werden, musst du ihre Schalter in den Boden stampfen. Halte Verletzungen gering, indem du beim Stürzen im letzten Moment eine Stampfattacke ausführst. Ja, das ist doch ein sehr praktischer Tipp, denn somit können wir Sturzschäden verhindern. Das ist cool. Ah, heißt, das kommt davon, wenn man hier im Keller rumspringt. Was haben wir denn da? Ein Hase! Ey, wer hat dir denn erlaubt wegzurennen? Was hältst du von Hasenbraten? Hab dich. Schön, ab aufs Blech. Hey, du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste. Aber ich bin in Eile. Also nimm ihn und lass mich runter. Na gut. Wenn du mir einen Stern dafür gibst, kannst du ihn mir gerne rausrücken. Dankeschön. Tja. Sehr schön. Ich danke für den Stern. Selbstschuld. So, hier sehen wir ja schon ein Gemälde. Sieht feurig aus. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Lava-Lagune. Werfe Big Bully in die Lava. Na, dann gucken wir mal. Sieht ja schon sehr heiß aus. Sei nicht schüchtern, sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen. Sonst steigt die Temperatur. Okay. Du bist im Land des flüssigen Feuers. Wenn du vom Weg abkommst, bewahre Ruhe, denn du verlierst nicht die gesamte Energie auf einmal. Außerdem kannst du den qualmenden Mario während seines Höhenflugs immer noch steuern. Ein sehr nützlicher Tipp. Gibt's noch einen Tipp? Wenn du im Kreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. Das war ja wohl mehr als eindeutig, dass damit die Glubschis gemeint sind. Ja, ihr Lieben, Vorsicht, heiß. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Ja, hier ist zum Beispiel ein kleiner Mini-Bully. Und ihr seht schon, der geht auf Kuschelkurs. Schubst den einfach runter. Einfach hilft draufspringen. So mache ich es meistens. So, aber das ist ja wie gesagt nur der Kleine. Wird Zeit, dass wir den Großen finden. Nee, an Glubschi rennen wir mal vorbei. Auf Glubschi habe ich nämlich keine Lust. Oh, heiß! Ja, hier müsst ihr eure Schritte mit Bedacht setzen, sonst wird's heiß. Und dieses Schiebepuzzle hier sieht auch schon sehr teuflisch aus. Aber um die roten Münzen kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Erstmal sorgen wir dafür, dass wir hier den höllisch heißen Hexentanz aufführen. Oh, heiß und fettig. So, läuft hier lang. Und der Kunde hier vorne, der so groß aussieht. Genau um den geht es. Der will runtergeschubst werden. So, ein paar Sprungtritte sollten reichen. Runter mit dir. Dich mag nämlich sowieso keiner. Dann erscheint nämlich hier so eine wunderschöne Treppe, die allerdings einstürzt. Also, geht einfach so schnell wie ihr könnt rüber, springt am besten dabei und holt euch den Stern. Yay! Und damit ist der große Big Bully in die Lava geworfen worden. Der Arme! Gehen wir doch gleich nochmal ins Tal des Feuers. Und jetzt heißt es, werfe die Bullies in die Lava. Die Bullies? Ja, ihr Lieben, die Mehrzahl, ganz genau. Jetzt sind es nämlich ein paar mehr, die wir reinschmeißen müssen. Heiß und fettig! Heiß, 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 heiß. Ja, ihr Lieben, hier müsst ihr mit euren Sprüngen aufpassen. Es geht allerdings nicht um jeden einzelnen Bulli, sondern um eine ganz bestimmte Bulli-Familie. Und zu denen wollen wir natürlich auch hin. Läuft dazu einfach den gesamten Weg, den wir vorhin gegangen sind, nochmal. Also quasi schön hier über das Schiebepuzzle, möglichst ohne erwischt zu werden. Lauft hier einmal um die Ecke. Es gibt natürlich noch andere Wege, dahin zu kommen, aber das ist so ziemlich der sicherste Weg eigentlich. Natürlich müsst ihr auf den Großen hier jetzt gleich aufpassen. Der ist nämlich immer so, noch so angriffslustig. Aber es geht hier, auf diese Plattform. Wartet ein bisschen. Und da drüben seht ihr ja, da laufen ja auch noch ein paar Bullies. Und genau um diese geht es.
Die möchten nämlich ganz gerne einmal baden gehen. Ein heißes Lavabad soll nämlich verdammt gut für die Haut sein, habe ich mir sagen lassen. Und woher ich den Tipp habe? Ganz einfach. Mein guter Kollege Aki, Akitos, den habt ihr bestimmt schon mal bei mir in meinen Streams gesehen. Der schwört auf Lavabäder. Allerdings bin ich da nicht so ein Freund von. Und wenn er die Kleine runtergeschubst hat, kommt der große Bulli nochmal. Im Übrigen, für diejenigen, die denken, es reicht einfach, den großen Bulli da drüben runterzuschubsen, vergesst es. Der kommt trotzdem nochmal. So, meiner. Meiner, meiner, meiner. Und damit sind die Bullies alle in die Lava geworfen worden. Cool. So, wieder rein ins Vergnügen. So, und jetzt heißt es, die 8 roten Münzen sammeln. Was eigentlich ziemlich einfach ist, indem ihr einfach die Kamera dreht und einfach direkt hier rüber springt. Dasselbe könnt ihr auch hier nochmal machen. Spart ihr euch nämlich erstens den riesenlangen Bogen zu laufen. Allerdings solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht, so wie ich, überall drüber springt. So, und jetzt heißt es einfach, ja, lauft von Münze zu Münze. Achtet natürlich dabei auf die Schiebepuzzles, denn die sind gemein. Und verschieben sich natürlich. Boah, ich sag's euch, ey, meine Stimme, die ist echt gerade ein bisschen angegriffen. Beziehungsweise der Reizhusten, der nervt. Aber wie ihr sehen könnt, die Aufgabe ist Pillepalle. Ich habe übrigens die 8 roten Münzen bewusst noch nicht gemacht, ihr Lieben. Warum ich die noch nicht gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Als erstes tanzen wir eine Runde auf den Baumstamm. Ja, ihr Lieben, normalerweise würde ich jetzt hier einen Speedrun-Trick benutzen, indem ich mir jetzt die Fliegerkappe schnappen würde und hier mit einem Dreisprung rüberspringen würde. Das werden wir jetzt hier natürlich nicht machen. Wir werden es nämlich auf den normalen Weg machen. So, behaltet schön die Plattform im Auge. Und zwar müssten wir dafür hier rüber. Genau hier. Und ihr seht ja, hier sind wieder ein paar Bullies, aber die ignoriert ihr einfach und springt auf das Gitter. Allerdings müsst ihr jetzt hier aufpassen. Hier gibt's nämlich Flammgeysire. Oi, 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 Karamba. Oi, 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 oi. Oh Mann, das wird eklig. So, hier ist nämlich der besagte Baumstamm. Und das war dumm. Das war dumm. Tja, ihr Lieben, so schnell verbrennt man sich den Hintern, wenn man nicht aufpasst. So schnell verbrennt man sich den Hintern. Man kann sagen, Bowsers persönliche Hexenküche. So, dann müssen wir das halt nochmal machen. Und mit ein bisschen mehr Gefühl, würde ich sagen. War auch ein bisschen blöd, dass ich mich vorhin von dem Ding erwischen lassen habe. Aber ich muss auch sagen, ich kann das auch schwer einschätzen, wo das Teil wieder hochkommt. Weil 3D ist ja schön und gut, aber ihr seht ja, es gibt Ecken und Kanten. Und manchmal gibt es auch diese wundervollen optischen Täuschungen. Kennt ihr ja sicher alle. So, zack, hier einmal wieder rüber. Die Bullies wieder ignoriert und rauf da. So, und wenn ich jetzt aufpasse, stell mich mal ganz am Rand. Das war eine gute Geschichte. So, genau, einmal nochmal ganz am Rand. Eieieiei. Okay, ich habe kein Wunder, dass ich davor nicht hochgekommen bin. Hier ist nämlich unser wundervoller Baumstamm. Ihr könnt natürlich auch mit einem Long Jump einfach rüberspringen. Könnte man, aber wir wollen die Aufgabe natürlich so machen, wie sie gemacht werden soll. Also, lasst den Baumstamm rollen und rollen und rollen und rollen. Ich meine, wer wollte nicht schon immer mal auf so einem Baumstamm rumtanzen? So, einfach darüber. So, in Sicherheit und wir können uns den Stern holen. Yay! Und da ist er auch schon. Meins. Im Grunde muss ich sagen, die Lava-Lagune finde ich eigentlich als einer der einfachsten Kurse. Klar, man muss aufpassen, wohin man tretet. Aber ansonsten ist der Kurs eigentlich relativ easy going. So, und nochmal rein in die heiße Lava-Hölle. Und diesmal heißt es, erkunde den Vulkan. Ja, ihr Lieben, doch bevor wir den Vulkan erkunden, machen wir erstmal was anderes. Und zwar habe ich euch ja gesagt, dass ich die 100 Münzen absichtlich noch nicht gesammelt habe. Weil ich muss am Ende sowieso in den Vulkan runter. Dementsprechend schnappt euch diesen Schildkrötenpanzer, der erst übrigens auftaucht, wenn ihr die Bullies, wenn ihr den Baumstamm gemacht habt. Und dann könnt ihr hier auf der Lava ein bisschen rumsurfen, denn hier in der Lava gibt es nämlich auch noch ein paar Münzchen zu holen für euch. Und hier gibt es Ebenen, die könnt ihr am besten wirklich mit diesem Schildkrötenpanzer holen. Allerdings müsst ihr mit der Steuerung ein bisschen aufpassen, weil die Kamera trickst euch da ganz gerne mal aus. Und ich persönlich liebe es,
hier einfach erstmal gefahrlos über die Lava zu surfen, bevor ich mir alles andere hole. Der Vorteil ist, ihr könnt damit auch Bullies durch die Gegend schubsen. Hat auch einen Vorteil. So. Ja, Lava-Surfen ist schon irgendwo eine geile Sache. Allerdings, wisst ihr ja, passt auf, dass ihr nicht irgendwie gegen irgendwelche Wände knallt. Das wäre nämlich nicht so geil. Wird euch keinen Spaß machen, das darf ich euch schon mal sagen. So, surft ihr natürlich noch ein bisschen durch die Gegend. Yay! Holt euch natürlich die roten Münzen, so wie es sich gehört. Wenn ihr übrigens alle Münzen gesammelt habt, habt ihr nämlich die Möglichkeit, hier euch nämlich noch ein paar gelbe zu holen. Wow, das war knapp. Ich dachte schon, das Ding geht jetzt kaputt. Huhuhuhu. Und da seht ihr ja schon, 56 Münzen haben wir schon. Boah, was für ein Glück, dass das hier jetzt nicht als kaputt gilt. So, da ist noch eine Münze, die will ich auch noch haben. Mir ist da eine gelbe jetzt natürlich durch die Lappen gegangen. Das ist natürlich doof. Aber es waren ja zum Glück noch nicht alle. Wir gucken mal. So, hier sind auch noch ein paar. Nein! Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, da gehen wir gleich nochmal hin. Oh, heiß, 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 heiß. Zum Glück geht die Plattform nicht vollständig unter. Das wäre ja wohl noch schöner. So, hier liegen natürlich auch noch welche. Die wollen wir natürlich alle schön mitnehmen. Weg mit euch. Ihr seid doch Scheißviecher. Gibt's ja wohl nicht. Ich bin dann mal weg. Schickt mir eine Ansichtskarte. So, hier drüben seht ihr diese wundervolle Box. Und ihr könnt euch erinnern, dass ich im Big Boos Burg noch gesagt habe, passt mit dieser Box auf. Schnappt sie euch. Oder auch nicht. Knapp daneben ist auch vorbei. So, eins, zwei. Und wenn ihr es richtig anstellt, könnt ihr mit der Box genau auf dieser Ebene landen. Und... Ah, scheiße. Das war dumm. Ich bin dumm abgeprallt. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Ja, so einfach ist das also doch nicht, ne? Aber egal, wir werden das Ding hier noch durchziehen. Wozu haben wir ja diesen wundervollen Koopa-Panzer? Wofür gibt's den denn hier? Na, gibst du ihn mir? Dankeschön. Und dann machen wir das Spielchen halt nochmal. Wo ist das Problem? So. Zum Glück gibt es hier Leben wie Sand am Meer. Man muss nur wissen, wo man sie findet. Kleiner Tipp, dreht euch die Kamera immer so zurecht, dass ihr wisst, wohin ihr surft. Nee, du bist langweilig. Du bist für mich nicht wichtig. So, hier oben sind auch noch ein paar Münzen. Das Problem ist, die Kamera hat manchmal die Angewohnheit, sich in Richtungen zu drehen, wo sie nichts zu suchen hat. Das werdet ihr noch öfters erleben dürfen. So. Aber eigentlich ist diese Aufgabe easy going. So, die nehmen wir auch noch mit. Zu dem Glubschauge kommen wir gleich noch. Erstmal nur das Wichtigste. So. Die Bullies und so, die hole ich mir später. Erstmal geht es mir hauptsächlich um die Münzen, an die man sonst nur schwer rankommt. Okay, das war nicht schwer, das war nur dumm. Das war nur dumm. So, schnell weg hier. Der Vulkan ist am Ausbrechen. Das wäre nicht so klug. So, die 8 roten Münzen müssen wir uns jetzt natürlich auch nochmal neu holen. Und dieses kleine, wundervolle Glubschauge hier, wisst ihr ja, einfach umkreisen. Und wie wir ja wissen, geben auch die 5 Münzen. So. Und schwuppdiwupp haben wir eine Warp-Zone gefunden. Ja, kaum zu glauben, was? Ah, heiß, das war dumm. Zum Glück liegen hier genug Münzen rum, um mich nochmal aufzuladen. Wie gesagt, den Großteil müsst ihr natürlich mit dem Koopa-Panzer machen. Oder könnt ihr mit dem Koopa-Panzer machen. Weil einige Münzen sind sonst echt schwer zu erreichen. Oh, und manche Münzen sind auch echt gemein. Dieses Schiebepuzzle ist einfach das Teufelswerk. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Aber ihr seht schon, wir haben 88 Münzen. Das heißt, wir können uns gleich mal langsam aber sicher Richtung Vulkan begeben. Runter mit euch zwei. Danke für die eure Münzen. So, wir brauchen noch 10 Stück, ihr Lieben.
Ich schaff's natürlich, die Lücke zu treffen. Natürlich. Was denn auch sonst? So. In den Vulkan müssen wir ja gleich noch so oder so. Aber ich hab's gerade nicht auf den Vulkan abgesehen. Obwohl, andererseits, doch, wir gehen in den Vulkan. Wir gehen in den Vulkan. Weil wir sind jetzt sowieso weit genug. Und wir dürften auch noch locker 10 Münzen schaffen. Mann. Ja, der Vulkan ist natürlich ein bisschen steil, also Vorsicht, Rutschgefahr. Und die restlichen Münzen könnt ihr ganz genüsslich beim Erfüllen der Aufgabe hier im Vulkan einsammeln. 1, 2 und du verpiss dich. Und da ist er schon, der 100-Münzen-Stern. Den nehmen wir natürlich klarerweise mit. So, aber sicher. Und du geh mir nicht auf den Sack. So. Ah, Vorsicht, Falltür. Ja, ganz hinterhältig. Aber mit einem Dreisprung kann man ja auch ganz gut da hoch. So, vorsichtig. Schön von Plattform zu Plattform springen. Nur aufpassen, dass ihr nicht zu weit springt. Ja. So ist gut. Springt von Stange zu Stange. Ihr kennt ja das Prinzip. Einfach von Stange zu Stange. Natürlich solltet ihr nur aufpassen, dass ihr auch richtig springt. Wenn ihr mutig genug seid, springt ihr einfach rüber und schnappt euch den Stern. Aber das war's noch nicht, ihr Lieben. Das war zwar Erkunde den Vulkan, aber eine Vulkanaufgabe gibt es noch. Und auch diese wollen wir natürlich einlösen. Gewinne im Vulkan an Höhe. Das ist nämlich unsere letzte Aufgabe in dieser wunderschönen heißen Welt. Und eine, ja, eigentlich recht einfache Aufgabe, aber sie kann ganz schnell tückisch werden, wenn man nicht aufpasst. Dazu gehen wir natürlich wieder hier den Weg Richtung Vulkan. Ihr wisst ja, im Vulkan muss ja alles sein. So, zack und wieder hinein ins Vergnügen. Ich meine, wer ist schon so bekloppt und springt da normalerweise rein? Eigentlich niemand. So, dreht dafür die Kamera und zack und zack. Ich könnte jetzt natürlich auch eine Abkürzung benutzen, die ich aber nicht nutzen will. So, springt auf diese wundervolle Plattform und lasst euch tragen von ihr. Im Normalfall würde ich einen anderen Trick benutzen, um diese Plattform hier einmal zu überspringen. Aber, naja, es geht auch so. Außerdem ist es ja auch mal ganz chillig, mal nichts zu tun. Außerdem kann man sich dann den Vulkan wunderschön angucken. Ich meine, guckt euch diesen Vulkanwasserfall an. Oder den Lavafall in dem Fall. Sieht das nicht hübsch aus? So, ihr Lieben, und jetzt kommt das Trickreiche. Ihr müsst hier an diese Stange ranspringen. Aufpassen natürlich, dass ihr sie nicht verpasst. Beim Hochklettern jedoch solltet ihr aufpassen, sonst wird's heiß. So, genauso wie auch vom Abspringen. Springt an diese Stange ran. So, zack. Wow, 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 wow. Allerdings, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Und dann hoppst ihr einfach hier rüber und schon habt ihr den nächsten Stern in eurer Tasche. Und damit ist auch die Lava-Lagune komplett auf 100% abgeschlossen. Ist das nice oder ist das nice? So, ihr Lieben, allerdings gibt's hier noch was. Guckt mal, wer nämlich noch da ist, der Hase. Und jetzt gibt's Hasenbraten. Oh nein, nicht schon wieder. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Du hast da was, was ich gerne hätte. Denn der Hase hier hat noch einen Stern für euch. Bitte nicht, ich will nicht aus Backblech. Nein, 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 nicht du schon wieder. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, über Sterne zu quatschen. Hier, nimm ihn und lass mich runter. Ich habe noch wichtige Geschäfte zu erledigen. Na, wenn du das meinst. Dann sag ich doch mal, vielen herzlichen Dank für deine edle Spende. Denn der hier hat nämlich einen zweiten Stern für euch, sobald ihr 50 Sterne zusammen habt. Sprich, wenn ihr euch den ersten geholt habt, geht ihr einfach in irgendeinen Kurs, wenn ihr bis dahin schon 50 habt, und kommt dann einfach nach einem weiteren Stern wieder hierhin. So, hier ist unsere nächste Aufgabe. Allerdings, bevor wir in diese komische, wabernde Masse springen, sollten wir mal hier mit ihm hier sprechen. Achte auf deine Mütze! Solltest du sie verlieren, wirst du durch Treffer schwer verletzt. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in dem Gemälde, in der du sie verloren hast. Die Prinzessin wird immer noch von Bowser gefangen gehalten. Rette sie so schnell wie möglich. Bowsers Schergen belagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wänden des Schlosses. Aber es ist mir gelungen, ihnen diesen Stern abzujagen. Viel Glück!
Was? Toddy hat den einen Stern abgejagt? Oh, Tatsache! Ja, ihr Lieben, das ist einer der geheimen Toadsterne. Schnappt ihn euch! Und damit haben wir 60 Sterne zusammen. Und das bedeutet auch, wir haben die Hälfte aller Powersterne zusammen. Coole Sache, wa? Allerdings wird es jetzt erst im nächsten Part weitergehen. Und dann werden wir gucken, was sich unter dieser ekligen, glibbrigen, schwarzen Masse hier, genau die hier, verbirgt. Wollt ihr das wissen? Sehr schön. Dann würde ich sagen, drückt aufs Däumchen, kommentiert fein und schaltet auch wieder beim nächsten Part ein. Ciao, ciao, euer Drake.